die neue XTR M9100. Die neue XTR hat mich begeistert, weil sie einfach unglaublich leise ist. Man steigt aufs Rad auf, fährt los und man hört nichts. Das ist phänomenal. Die Kassette hat eine sehr große Bandbreite und verfügt über 51 bzw. dann 10 Zellen, kleinstes Ritzel. Hyperglide ist die neue Kettenkonstruktion oder neue Antriebskonstruktion von Shimano. Ermöglicht natürlich einfach ein flüssigeres Schaltverhalten, schnelleres Schaltverhalten, leiseres Schaltverhalten. Also genau die charakteristischen Punkte, die die neue XTR einfach ausmachen. Das Schaltwerk wird durch die RD-Plus-Technologie gedämpft und so ein Kettenschlagen auf jeden Fall reduziert. Naja, die neue XTR bringt halt zwei Bremsarten quasi mit sich. Einmal die 2- und 4-Kolben-Version. Man richtet sich somit einmal an den Cross-Country-Fahrer und einmal an den Duro-Fahrer. Ich glaube tatsächlich, dass von der Schaltperformance das Produkt nicht wesentlich besser ist als andere Produkte. Also die Eigenschaft, die die neue XTR hervorhebt, ist einfach dieses lautlose Dahingleiten auf dem Trail, das sehr leise Schalten und einfach die Konzentration komplett auf das Fahrerlebnis zu lenken und weg von den Bauteilen und des Fahrrads, sondern einfach nur noch die Eindrücke zu sammeln, die rund um den Trail passieren, die in dem Moment passieren.